So, ich grüße euch. Heute machen wir den Überlauf wieder ran, verbauen den regenerierten Benzinhahn und füllen ein bisschen Sprit auf und schauen dann mal, ob der auch dicht ist. Wir bereiten sozusagen jetzt den Einbau vor. Es wird doch langsam Zeit für mich. Die Sonne geht, steigt immer höher. Und da wollen wir mal loslegen. So. Ihr erinnert euch ja dran an die vorigen Videos. Da habe ich ja den hier sauber gemacht. So. Neue Dichtringe, die roten, ne? Was haben wir? So lange die Zeit vergeht. So. So, der sitzt und wackelt nicht. So, dann haben wir hier unseren regenerierten. Ich drehe den hier mal um, ne, damit ich weiß, was ich tue. So, ich habe auch wieder so einen schönen roten Ring drin. Jetzt zu hoch, ja. So, Lappen drüber, dass wir uns nicht den frisch lackierten hier wieder zerkratzen. So. Wie man sieht, verkehrt rum eingebaut, weil das ist mein Tankdeckel, wo ist mein Tankdeckel, hier ist mein Tankdeckel. So. Hier kommt die Verlängerung vom Benzinhahn rein. Perfekt, schön. So, ein bisschen Benzin drauf. Muss ich glaube ich mal ein bisschen umstellen. Und ich nehme mich mal eine Etage höher. Verwende ja den alten Sprit, Filtertüte vom Kaffee. Hier haben wir zwar ein Sieb drin, bleibt doch drin. So. Aber Filtertüte. So, das geht schon. Natürlich jetzt nicht passend, aber ihr wisst schon, wir wollen auch nicht sehr viel reinmachen,
Arbeit möchte ich natürlich verhindern, dass in den neuen Tank, der super sauber ist, gleich wieder der Dreck drin kommt vom abgelassenen Sprit. So, Tankeinbau. Vom Tankeinbau mache ich schnell mal hier die ganze Düdel neu. Die Benzinleitung. Ich denke, macht Sinn. Mal schon mal alles auseinanderbauen. Dann machen wir das richtig. Als erstes der Schick vom Vergaser. Da die Längen ja passen, nehme ich natürlich dieselben Längen. Muss man vom Mausekino weg. Ja, Mausekino. Ja, Benzin momentan Verbrauch. Das Anzeige. So. Haben natürlich einen neuen geholt. Den aus Plastik bauen wir raus. Dieselbe Länge. Schön in die Führung wieder gemacht. Jetzt kommt zum Benzinhahn. Mal gucken. So. Oh, sieht gut aus. Hier sieht man schon auch alles schon ganz schön porös. Aber so ist es da. Die alten Sachen. Perfekt. Und nicht mehr schneiden. So.
mal hier nochmal um. So. Direkt zum Schlauch und dann zum Überlauf. So, fantastisch. So weit, so gut. So, dann drehe ich euch mal ein Stück. So, ich würde sagen, so weit so gut, wa? Achso, unten noch einhängen. Da kann ich euch jetzt natürlich nicht wirklich mitnehmen. Wahrscheinlich stelle ich mich total doof an, aber anders kriegt es nicht hin hier. Ja. So richtig sitzt es aber nicht. Und das war schon immer ein bisschen crazy hier unten. Gucken, wie er sich drehen lässt. Ich verlasse euch mal kurz. Ich denke, ihr habt es gehört, oder? Das ist so optimal. Ah, der ist hier auch rausgerutscht. Mal wieder alles abholen. Ist halt so, wa? So. So, hier ist ja so ein Führungsgummi drin. Die ist natürlich raus. Muss ich nochmal neu machen. So. So, schaut mal so unser Sitzen, wa?
So ist schön. So, dann verschwinde ich wieder und guck mal, ob drinnen jetzt richtig sitzt. So, das sieht gut aus. Müssen wir den wieder einfädeln. Wieder ein bisschen hampelbastig. Aber wir werden das hinkriegen. Den Werkzeugkasten da drin macht die Sache auch nie besser. Dann könnte man den natürlich lose machen und von unten anschrauben. Aber ihr seht ja selber, so viel Platz ist hier nicht wirklich. So, ich gehe mal hin, mal gucken, ob das schon reicht. So sitzt er besser. So, dann wieder alle Schläuche ran. So. Benzin mit dem Filter. Benzin hören zu. Zu. Und dann drückt mal die Daumen, dass er jetzt dicht ist. So, er ist nicht dicht. Also hier alles ab. Nicht.
ein bisschen Haar zumachen, damit man letztlich noch ausziehen kann hier unten. So. Also sozusagen an der Drehschraube was festgedreht. So. Jetzt mal ein bisschen nachziehen. Mal kurz Pause machen. So. Jetzt natürlich hier unten der Gummi wieder raus. Und jetzt gucken wir erstmal, ob er dicht ist. Ja, erstmal sieht es so aus. So. Entschuldigt euch, ja, den Gummi muss ich noch richtig hinten ran machen. Aber ansonsten sieht man alles dicht, alles schön. Und da ist also drin der Tank. Ja. Mission beendet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da.